Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich darf heute wieder Professor Dr. Med. Karl Hecht begrüßen und wir sprechen über die Folgen von Umweltvergiftungen in Bezug auf unseren Körper, auf Lunge, auf Niere und viele weitere Organe, die unter diesen Belastungen leiden und wie wir dies mit Naturzellulit wieder in den Griff bekommen. Bleiben Sie dran! Hallo, lieber Professor. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von QS24, dem Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich bin gebeten worden, für Sie zu folgendem Thema zu sprechen. Entgiftung mit Naturzellulit kann Umweltverschmutzungserkrankungen verhindern. Der französische Arzt und Wissenschaftler David Servan-Schreiber schrieb in seinem Krebsbuch, die Menschheit unseres Planeten unterliegt einer schleichenden Vergiftung, die zu stillen Entzündungen führen und infolgedessen werden viele Krankheitssymptome verursacht, vor allen Dingen auch Krebs. Und diese Gifte können das Leben verkürzen natürlich schwere Krankheiten auslösen. Man bezeichnet die Folge von diesen Vergiftungen als Umweltverschmutzungskrankheit. Ich möchte aber erstmal zurückgehen auf ein Experiment des französischen Nobelpreisträgers Alexis Carrel, der von 1873 bis 1944 lebte und den Nobelpreis 1912 bekam. Er zeigte, dass gesunde Langlebigkeit nur dann möglich ist, wenn sich keine Gifte oder keine Stoffwechselendprodukte im menschlichen Körper befinden. Postulierte, toxische Stoffe im menschlichen Körper beschleunigen den Alterungsprozess. Giftfrei ist eine gesunde Langlebigkeit möglich. Aber wenn wir heute die Menschen betrachten, gibt es nur wenige Menschen, die wirklich giftfrei sind. Viele Menschen haben also Gifte in sich, auch Gesundheitsminister und EU-Parlamentarier. So gab es im Jahre 2004 von der Europäischen Sektion der WWF, also World Wildlife Fund, eine Untersuchung an 39 Mitgliedern des Europäischen Parlaments und an 14 Gesundheitsministern aus verschiedenen europäischen Ländern. Und da wurde Blut und Urin untersucht und man stellte fest, dass bei allen 53 Untersuchten chemische Rückstandsprodukte enthalten waren, 25 chemische Substanzen pur. Darunter Flammenschutzmittel, die kommen gewöhnlich von den Möbeln, Pestizide und Gifte von dem Plasteweichmacher. Also Sie sehen, dass hier schleichende Vergiftung vorliegt. Ein anderes Beispiel möchte ich noch anführen. Das hat die amerikanische Ärztin Frederica Pereira berichtet. Sie hat Frauen untersucht, die schwanger waren und hat aus der Gebärmutter Gifte entnommen und hat gesagt, also Gift ist schon im Mutterleib und das müssen wir verhindern, weil dadurch die Föten geschädigt oder sogar und damit also kranke Kinder geboren werden. Somit ist also das Giftproblem das Umweltverschmutzung, Umweltgifte, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Im Ende des Jahres 20. Jahrhunderts war ein steiler Anstieg der Umweltverschmutzung zu beobachten. Und es wurde festgestellt,
dass also täglich die Weltindustrie und der Weltverkehr rund 12 bis 13 Millionen Tonnen Umweltgifte oder Chemikalien in die Luftzelle unseres Planeten stößt. Das bedeutet im Mittelwert, dass jeder Erdenbewohner täglich 1,5 Kilo Umweltverschmutzung bedacht wird und diese auch einatmet. 2015 erschien ein Umweltgiftreport. Der wurde erstellt von der Schweizer Umweltorganisation Green Cross und von der amerikanischen Organisation Poor Earth. Sie untersuchten in 49 Ländern an 3.200 Orten die Menschen und stellten fest, dass 95 Millionen Menschen von Umweltvergiftungen betroffen sind. In diesem Umweltreport heißt es, dass 2012 starben weltweit 8 Millionen Menschen an Folgen von Umweltgiften. Das sind so viel wie durch Infektionskrankheiten, also von AIDS, TBC und Malaria sterben. In diesem Umweltgiftreport wurden die 6 gefährlichsten Umweltgifte, die diese 95 Millionen Menschen belasten, angeführt. An erster Stelle steht Blei mit 26 Millionen. An zweiter Stelle Radionuklide, das sind 22 Millionen. Dann kommt Quecksilber mit 19 Millionen, sechswertige Chrom mit 16 Millionen und Pestizide mit 7 Millionen Menschen, die betroffen sind. Und an sechster Stelle Cadmium mit 5 Millionen, die diese Menschen ausgesetzt sind. Und diese Gifte verursachen Krankheiten, sodass diese Menschen früher sterben, als ihr normales Alter erwartet wird. Besonders betroffen sind die armen Länder wie in Südamerika und in Ostasien. Die Organisation UNICEF veröffentlichte 2017 einen Bericht, aus dem hervorging, dass 30 Millionen Kinder auf unserem Planeten Feinstaub einatmen, vor allen Dingen von Abgasen des Verkehrs, und die Lunge und das Gehirn schädigen. Sie führten aus, dass infolgedessen Entzündungen des Lungengewebes und des Nervensystems entstehen, Hirnhautentzündung, chronischer Husten, Risiko von Lungenkrebs und so weiter. Und es wurde auch festgestellt, dass der Feinstaub von Abgasen, dass der Viren, die in der Lunge zum Beispiel schlummern, reaktiviert werden können. Also das sind alles Fakten, die wir also beachten müssen. Und nun noch etwas, ein Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes von 11. Juli 2018, aufgrund von Analysen übte er scharfe Kritik an den europäischen Ländern, also an den Regierungen, dass sie nicht für die Luftreinheit sorgen. Der Bericht wurde am 11. Juli 2018 angenommen in Luxemburg und von dem Präsidenten Klaus-Heiner Lehn unterschrieben. In diesem Sonderbericht heißt es unter anderem, Luftverschmutzung unserer Gesundheit ist nach wie vor nicht hinreichend geschützt. Luftverschmutzung wirkt sich äußerst schädlich auf Gesundheit unserer Bürger Europa aus. Die Luftverschmutzung kostet 400.000 Menschen in Europa vorzeitig das Leben. Das wurde also 2018 festgestellt. Dieser Sonderbericht führt an, welche Faktoren in erster Linie die Krankheiten hervorrufen.
das ist Feinstaub, Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid, Ozon, und die rufen hervor Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Lungenerkrankungen, Krebs und auch Leber- und Bluterkrankungen. Und im Sonderbericht wird angegeben, dass die Werte der WHO nicht eingehalten werden. Die rote Linie zeigt also die WHO. Und Sie sehen bei Feinstaub verschiedener Seite und vor allem bei Schwefeldioxid übermäßig, liegen sie drüber. Diese liegen dicht dran, aber die WHO versucht jetzt, das wieder runterzubringen. Und 2018 erschien im Fokus ein Artikel, WHO-Studie Luftverschmutzung ersetzt vor allen Dingen den Kleinsten zu. Luftverschmutzung tötet einer Studie zufolge jährlich 7 Millionen Menschen pro Jahr. Und davon 600.000 von ihnen sind Kinder unter 15 Jahren. Und sie beziehen sich auf einen Bericht vom 20.10.2018 der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Auch in Europa werden, heißt es in dem Sonderbericht, werden die Grenzen überschritten und sterben Menschen von den Luftschadstoffen vorzeitig. Das hat die Europäische Umweltagentur in Kopenhagen bekannt gegeben. Und im Jahr 2021 erschien von der WHO ein Bericht, in dem also darauf hingewiesen wird, dass es im Spektrum erschien, dass die Luft in Europa miserabel ist, dass vor allem NO2 und Feinstaub vor allem die Menschen schädigt und die Grenzwerte der WHO in den europäischen Ländern überschritten werden. Es heißt da drin, längst ist bekannt, dass verschmutzte Luft der Gesundheit schadet. Nun, was entsteht gewöhnlich? Wenn also der Umweltschmutz eingeatmet wird oder anderweitig, dann entsteht also Entzündungen. In dieser Entzündung gibt es dann diese sogenannte Regulationsstarre und es kommt zu Stadien, vor Krebsvorstadien, und innerhalb von 10 bis 20 Jahren können sich dann Krebs entwickeln. Aber nicht nur Krebskranke, sondern also auch andere Krankheiten können auftreten. Die Entwicklung dieser Symptomatik ist ganz langsam schleichend. Und dass man das manchmal gar nicht merkt, man spricht von einer stillen Entzündung. Und das ist die große Gefahr für die Entstehung von Krebskranken. Und das führt zu also nicht nur Krebserkrankungen, sondern auch Gehirnerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Gelenkerkrankungen. Nun, was kann man tun? Ich habe das schon früher einmal berichtet und möchte das nochmal wiederholen. Naturzellit ist der Meister der Entgiftung. Und wer mit Naturzellit zu sich nimmt, regelmäßig, lebt gesünder und lebt länger. Sehen Sie mich an, ich bin fast 98 Jahre, nehme seit über 20 Jahren Naturzellit täglich, meine Frau genauso. Und unser Körper, da haben wir entsprechend untersucht, ist giftfrei. Was kann der Zeolit machen? Der Zeolit ist ein Bioregulator und übt selektiven Ionenaustausch aus und vor allem die Adsorption, das heißt die Entgiftung, die Zunichtemachung der Gifte, genauso wie das sonst mit Holzkohle möglich ist, aber weitaus besser. Also die Adsorption sorgt dafür, dass entgiftet wird,
Und dann erfolgt auch wieder die Ausscheidung des Zeoliths. Ich will Ihnen das kurz sagen, zeigen. Wenn das also der Darm ist, hier sehen Sie den Darm. In den Darm befinden sich die Gifte, da befindet sich der Zeolith. Aus dem extrazellulären Matrix, also aus dem Bindegewebe, werden die Gifte dann durch den Zeolith selektiv in den Darm gebracht und in die Kristallgitter des Zeolith aufgenommen. Und der Zeolith gibt Mineralien ab, die der Mensch unbedingt braucht, deshalb also Bioregulator. Und mit Hilfe des Zeolith kann man also, das dauert natürlich manchmal auch sehr lange, da man dauernd Gifte einnimmt, ist es notwendig, jeden Tag Zeolith einzunehmen. Das machen wir, meine Frau und ich, auch täglich und können uns damit sauber halten. Dabei möchte ich noch betonen, bitte nur Zeolith, der als Medizinprodukt zugelassen ist, zertifiziert ist. Es gibt Angebote, die nicht immer seriös sind. Und deshalb nur Zeolith, welcher als Medizinprodukt zugelassen ist. Also hier habe ich einige Studien. Das war eine Studie, die Bleibelastung von Bergarbeitern. Die bekamen, das ist der Ausgangspunkt, die Vergiftung. Blei, dann bekamen sie 25 Tage täglich 5 Gramm Zeolith. Und Sie sehen, der Zeolith wurde entsprechend, der Zeolith hat jetzt die Gifte, den Blei, aus dem Körper entfernt. Das ist, sind 157 Männer, also Industriearbeiter, die erhielten 30 Tage täglich zweimal 1,5 Gramm Zeolith und es wurde ausgeschieden Cadmium, Blei, Kupfer, Chrom und Nickel. Sie sehen, oben sind die Werte vor der Zeolith-Applikation und hier unten sind die Werte nach der Zeolith-Applikation. Also innerhalb von 4 Wochen sind die gut gereinigt worden. Und hier möchte ich Ihnen noch eine Entgiftungskraft. Hier wurde die Entgiftungskraft des Zeolith getestet. Und Quecksilber, das ist, lässt sich schwer aus dem Körper entfernen, hat also hat der Zeolith 45%, bei Ammonium 85% Entgiftungskraft, beim Blei auch 86%. Bei Histamin 94% und Cäsium 98%. Also das sind Beispiele, ich könnte also viele noch anführen, die zeigen, dass der Zeolith die Entgiftung aus dem Körper konsequent vornimmt. Damit ist also auch gesagt, dass wir eine Detox-Hygiene durchführen müssen, die gehört zum gesunden Lebensstil. Detoxigene ist Hygiene, ist auf die Ausleitung von giftigen Stoffen aus dem menschlichen Körper bezogen und auf das Beseitigen von giftigen Stoffen in der Umwelt. Diese Detoxigene empfehle ich allen und möglichst mit dem Zeolith, der sicher ist und vor allen Dingen, was für ihn wichtig ist, die Mineralien, die fehlen, denn gleichzeitig, wenn eine Vergiftung vorliegt, ist auch ein Mineralmangel vorhanden. Und der Zeolith ist in der Lage, die Gifte auszuziehen und die Mineralien, die wir dringend brauchen, wieder zuzuführen. Ich möchte noch einmal kurz erwähnen, das Gift lauert überall, das sollte man sich immer vor Augen führen. In Eiern, in Zusatzstoffen von Lebensmitteln, Arsen in Meeresprodukten, dann vor allem in die Plastikflaschen, die Weichmacher und
Quecksilber und Aluminium zum Beispiel in den Impfstoffen. Alles das muss man also berücksichtigen. Und deshalb noch einmal der Hinweis von Nobelpreisträger Alex Carrel. Wer also jung bleiben will, lange leben will, soll entgiften. Toxische Stoffe, also Giftstoffe, wenn die dauernd in unserem Körper sind, beschleunigen den Alterungsprozess. So, jetzt gestatte ich mir noch eine Bemerkung, ob Sie die nun bringen oder nicht. Das ist ja eine zweite Sache. Es ist ein medizinisches Wunder. Hat sich ereignet in der einmalig in der Geschichte der Medizin. Bis 2018 gab es nur Vergiftungstote, die ich also geschildert habe. Und seit 2020 gibt es nur Coronavirus-Tote, aber keine Giftstofftote mehr. Das ist eine Frage oder ein Wunder, was ich bisher in meiner ganzen Laufbahn nicht erlebt habe. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Wir haben den Wink mit dem Zaunpfahl erkannt und ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit und ja, bis hoffentlich bald. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist unglaublich wichtig, wie wir jetzt gehört haben, dass wir die Umweltgifte aus dem Körper effizient langfristig auch rausbekommen. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen dabei helfen, mehr darüber zu wissen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.